Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch, wie ihr seht, es ist dunkel, zum Hardware-Check der Glühbirne bzw. der LED-Energiesparlampe. Und ich habe jetzt nur bei mir halt am Spiegelschrank jetzt Licht an. Ich habe hier schon eine Birne rausgedreht, wie ihr seht. Ich werde jetzt diese Birne reindrehen. Ich habe auch mein Mikrofon nicht drin, weil so lange ist der Kabel nicht. Ich zeige euch das mal. So. So sieht das jetzt aus. Und die baue ich jetzt einfach mal an und dann gucken wir die uns erstmal im Vergleich zu einer normalen Birne an und ob uns vielleicht ein Unterschied auffällt. Aufpassen, ich bin hier nicht auf die Fresse packe. Sieht man alles? Ja, sieht man alles. So. So. Und stell mich mal auf. Also nicht wundern, das ist das Handtuch von meiner Tochter, das Hello Kitty Handtuch. Darauf sollte er nicht achten. Also ich habe jetzt auf dieser Seite die Birne, also die LED-Glühbirne drin und auf dieser Seite ist die ganz normale Glühbirne drinnen und ich mache jetzt einfach mal das aus und jetzt gucken wir uns das mal im Vergleich an. Sieht für mich im ersten Augenblick ganz normal aus. Ja, ist ein bisschen hell. Ich werde mal versuchen, dass man das vielleicht ein bisschen ranzoomen kann, dass ihr das noch ein bisschen besser seht. Na, dahin, so. Finde ich schon mal echt gut. Also vom Licht her ist die LED jetzt definitiv weit heller. Opa. Das andere ist eine... Was habe ich da drin? Eine 25 Watt Birne habe ich da jetzt drin. Wie gesagt, das ist jetzt die LED-Birne, die ich gerade abdecke. Ich kann sie auch nur anfassen, also ist nicht heiß. Ist klar, ist LED. Und wenn ich jetzt direkt davor stehe, die ist, das ist eine 5 Watt LED. Die ist sehr hell, richtig hell und dazu energiesparend. Und wenn ich, naja, die wird schon heiß, die normale Birne. Die ist 25 Watt, die hier, die ich jetzt gerade abdecke. Ach, lange kann ich es nicht machen. Vom Licht her würde ich jetzt sagen, dass die beiden sich jetzt nicht viel Unterschied nehmen. Warte, ich mach mal so, das sieht ein bisschen freundlicher aus, als wenn ihr jetzt nur so die Lampe seht. Muss ich gerade ein bisschen einpendeln jetzt hier. Geht mal hier wieder ruf. Sieht ein bisschen freundlicher aus, wenn ich euch dabei auch relativ angucke und euch das zeige. Sieht ein bisschen doof aus, sorry, aber ich will es halt vernünftig machen und euch vernünftig zeigen. Also wie gesagt, die ist heller, die LED-Birne. Ist 5 Watt, die ist 25 Watt, die normale. Ist nur eine ganz normale Glühbirne. Lichtverhältnis, also Lichtfarbe würde ich jetzt sagen, ja, außer dass sie heller ist, ja, nicht wirklich jetzt, ein ganz bisschen weiß ist drin, würde ich jetzt sagen, aber nicht zu übertrieben und macht es schön hell. Macht immer noch, meines Erachtens nach, ein weiches Licht. So, ich mache jetzt mal einfach mein Schirm drauf. Ey,
Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier so komisch dastehe. Ich stehe auf meiner Wanne und habe Angst, dass ich mir die Gräten breche. So, jetzt haben wir das hier drinne. So. Dadurch wird es natürlich jetzt hier ein Tick dunkler, weil das ist ziemlich dick, das Glas. Und schwächt das Licht jetzt alles nochmal ab. Aber wenn ich mir das jetzt von hier aus so angucke, das Licht verteilt sich gut. Also kein Unterschied zu einer normalen Lampe, also zu einer Nicht-LED-Lampe. Und es hat definitiv so einen Gelbstich immer noch drin. Jetzt sehe ich auf der Seite ganz extrem, also jetzt so, vor allen Dingen jetzt durch den Schirm, finde ich, als ob ich meine Tochter ihr Handtuch runter, die killt mich. So. Finde ich jetzt sehr angenehm, das Licht. Besser als jetzt die normalen weißen LEDs. Die kann ich euch mal zeigen. Ich nehme euch einfach mal mit so lange. So, und da sind sie. Das sind jetzt, ist jetzt meine Deckenlampe und ihr seht, die macht ein pures weißes Licht. Und wenn ich euch dazu im Vergleich so meine, wo ist denn da? Doch, da steht es ja. Mein Deckenfluter zeige, der hat noch so einen Gelbstich. So, Decke, so. Nochmal so. Hier ist ein bisschen mehr besser das Licht, kommt von vorne. So. Würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt mal einen Abschluss. Also mir fällt die Glühbirne extrem gut, da sie nicht dieses pure weiße Licht macht und noch ein schönes, angenehmes Licht mit einem leichten Gelbton oder eigentlich einem Gelbton. Ich werde die jetzt benutzen. Ich werde nachher noch die normale Glühbirne, die jetzt noch drin ist, rausschrauben und nur die LED-Birne benutzen, um zu gucken, wie hell ist es jetzt. Und das mache ich aber ohne Kamera. Und ist es auf eine längere Zeit, wenn ich in der Wanne liege, ich gehe nachher auch in der Wanne, noch ein angenehmes Licht für mich. Und ich denke mal, da werde ich später nochmal ein Video machen zu, aber erstmal muss ich das eine Weile benutzen und testen. Da kann ich jetzt noch nicht wirklich ein Urteil mir zu erlauben, aber ich bin jetzt vom ersten Augenblick sehr überrascht, dass da dieser Gelbton drin ist und das so ein schönes angenehmes Licht macht. Ihr habt das weiße Licht eben bei mir im Wohnzimmer gesehen. No. Also da ich finde diese mit diesem Gelbstich definitiv besser. Ist besser für die Augen. Ist ein entspannteres Licht als dieses weiße. Das ist so ein steriles Licht. So ein das macht gleich... das ist nicht schön. Auf Dauer. Am Anfang ist es schön, aber auf Dauer ist es definitiv nicht schön. Das soll soweit jetzt auch gewesen sein. Ich verabschiede mich erstmal. Ahoi. Sagt euer Odin.